Ja, hallo erstmal und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal Spielewelt MV. Ich bin der Terra und wir zocken hier AC Unity und wir wollten jetzt die Mission machen, um Elise zu helfen. Ja, in der Zwischenzeit habe ich schon noch ein Wirtshaus gekauft. Ich zeige euch mal auf der Karte, weil ich euch letztes Mal schon gezeigt hatte. Das war hier oben in dem Bereich hier. Da habe ich das Wirtshaus gekauft für 5000 Francs. Deswegen, ja, nicht mehr so, sag mal, so viel Knete auf der Kante. Also wollen wir mal Schwierigkeit 3. Elise hat weder Spuren noch Verbündete oder Zeit. Überzeugt sie davon, sich mit der Bruderschaft zusammenzutun, um den Mörder ihres Vaters zu finden. Sequenz 7, Erinnerung 1. Na denn, auf geht's. Mal sehen, ob wir das gut hinbekommen. Also? Also. Du warst wohl fleißig. Bei der Suche nach dem Mörder deines Vaters? Ja. Dann viel Glück. Er tötete viele meiner Mitstreiter. Die übrigen haben nun Angst und schweigen. Ich bin ihm jetzt nicht näher als vor 2 Jahren. Ich sah ihn. Was? Wann? Wo finde ich ihn? Ich halte das für keine gute Idee. Er will deinen Tod, Elise. Was? Du willst mich beschützen? Ich will dir helfen. Die Bruderschaft hat Ressourcen und Männer. Das kann wohl kaum dein Ernst sein. Ich traue den Assassinen nicht. Vertraust du mir? Ich habe mich nicht verändert, Elise. Ich bin noch immer derselbe, der den Koch ablenkte, während du den Nachtisch stahlst. Derselbe, der dir über die Mauer in diesen Obstgarten mit den Hunden half. Nun gut. Bring mich zu deiner Bruderschaft. Ich höre mir das Angebot an. Angebot könnte übertrieben sein. Ja, Angebot. Ja, er ist so ein bisschen verlorft, ne? Ja. Aber sie auch, glaube ich, auch. Sie wird noch ein Pärchen. Nehme ich mal ganz stark an. Aber warum nicht? Passen ja beide zusammen, ne? Okay, er Assassine, sie Templerin. Eine Templerin. Was hat er vor? Ehrlich. Sie sind etwas paranoid, wenn es um ihre Sicherheit geht. Zweimal rechts, 73 Schritte, eine Treppe herunter, nach links und dann wieder rechts. Habe ich was vergessen? Na toll. Was hast du nun wieder angerichtet, Pisspot? Die Templer haben ihren Tod beschlossen. Also bringst du sie her? Die Bruderschaft hat Ressourcen und Männer. Schweig! Wie? Wen haben wir denn hier? Mein Name ist... Um Himmels Willen, nehmt ihr diese Binde ab. Wie lächerlich. Mein Name ist Elise de la Serre. Mein Vater war François de la Serre, Großmeister des Templerordens. Ich will um eure Hilfe bitten. Fahrt fort. Mirabeau? Müssen wir diese Debatte wieder aufwärmen? Wir müssen und wir werden, Meister Kemar. Wenn ihr keinen Vorteil darin sehen könnt, dass François de la Serres Tochter an unserer Schuld steht, bange ich um unsere Zukunft. Fahrt fort, Mademoiselle de la Serre. Ah, jetzt kommt's. Ihr seid niemand, mit dem ich normalerweise verhandeln würde, Monsieur. Doch mein Vater ist tot. Und auch meine Verbündeten im Orden. Wenn meine Rache die Hilfe der Assassinen erfordert, dann ist es so. Verhandeln am Arsch! Das ist ein Trick, um uns in Sicherheit zu wiegen. Töten wir sie und schicken ihren Kopf als Warnung zurück. Belek! Genug! Offenkundig sollten wir dies unter uns ausdiskutieren. Entschuldigt uns, Mademoiselle de la Serre. Natürlich. Arnaud, vielleicht begleitest du sie.
Ihr beide habt sicher viel zu besprechen. Oh ja, das haben wir. Ob der große Rat damit einverstanden ist? Oh. Wer weiß, wer weiß. Das wird noch interessant werden. Vielleicht müssen wir jetzt noch ein paar Aufgaben lösen, um sie zu überzeugen, dass die Templer mit den Assassinen. Das lief etwa so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Hab Geduld. Mirabeau wird sie schon überleben. Glaubst du wirklich, wir können ihn finden? Nach all dieser Zeit? Er kann nicht immer Glück haben. François Germain glaubte, dass Lafreniere... François Germain? Ja. Wo ist er? Sein Geschäft ist auf der Rue Saint-Antoine. Warum? Was zum... Oh. Elise! Ich will die mal hier. Ich will mal kurz. Warte doch! Oh ja, 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 ja. Oh ja, wo ist sie denn? Oh. Die klettert doch bestimmt wieder überall hier, oder? Wir müssen uns beeilen, wir müssen uns beeilen. Komm, hoch, 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 hoch. Wo ist sie denn? Na komm. Wo willst du denn hin? Oh, oh, komm doch mal hier durch. Na komm. Zack, 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 zack. Oh. Auf einmal flitzt sie los. Na gut. Wo ist sie? Hier ist noch eine Glocke, die machen wir auch noch nebenbei. Man weiß ja nie, ne? Aber irgendwo ist sie gerannt. Um ihn aufzuspüren, denke ich mal. Oh, oh. Komm, hoch hier. Verfolgen, wo ist sie denn lang? Ja, komm. Okay, gehen wir hier rum. In 67 Metern, da hinten ist sie. Denke ich mal. Da unten steht sie. Alles klar. Oh, das geht. Da ist sie. So. Was sollte das denn? François Germain war Adjutant meines Vaters. Was? Er wurde aus dem Orden verstoßen, als ich klein war. Ich glaube, es ging um ketzerische Ansichten oder Jacques de Molay, ich weiß es nicht mehr genau. Doch er sollte tot sein. Er starb vor Jahren. Das hat ihm wohl keiner gesagt. Ich würde ihm liebend gern ein paar Fragen stellen. So wie ich. Dann tun wir das doch mal. Komm. Die Werkstatt untersuchen. Und wie ich sie kenne, sie rennt doch wieder vorne. Ja, guck. Leer. Nach oben. Dort war seine Werkstatt. Dann los. Na denn. Vielleicht war es nicht derselbe Germain. Groß, graues Haar, verschiedenfarbige Augen. Nun, dann war es vielleicht doch derselbe Germain. So, dann schauen wir mal, ob wir hier was finden. Die Werkstatt ist wohl niemand daheim. Hm, okay, hier nicht. Hier auch nicht. Hier vielleicht. Elise. Sag es nicht. Eine Falle? Oh oh, betäubte Gegner. Eine Falle. Elise, wo bist du? Ah, komm. Okay, das hätten wir erledigt. Ups. Das war äußerst belebend. Genau wie damals in Marseille. Nur dieses Mal ein bisschen blutiger. Ah, die werden noch ein Pärchen, die beiden. Ja, ja.
Hier gibt es nichts. Er muss gewusst haben, dass er auffliegt. Dann ist er wieder entwischt. Vielleicht nicht. Suchen wir weiter. Verschlossen. Vielleicht könnten wir... anklopfen. Der war gut. Der war gut. Ja, typisch Frau, wenn sie was will, denn. Jetzt weiß ich auch, warum das nicht zur offiziellen Führung gehört. Arno. Schau. Das ist er. Er hat meinen Vater getötet. Sagen wir es Mirabeau. So schnell. Ich übernehme das. Triff mich bei Mirabeaus Anwesen. Okay, Kopfschüsse. 3. Neues Ziel. Bleib unten. Die Schützen töten. Wo sind die? Kannst du sie sehen? Ach, da oben. In den Fenstern, auf der anderen Seite. Okay. Ach, das war kein Kopfschuss. Okay. Das aber. Ach da, ah. Da oben. Nehmen wir mal den, ne? Okay. Kopfschuss erledigt? Nee, einen müssen wir noch. Guti! Oh, Luise, das ging schnell. Bishop, hörst du mich? Das war verdammt gute Arbeit. Du hast ihn. François Thomas Germain. Großmeister der Templer und ein Weiser dazu. Soweit wir wissen, ist er der zweite Weise, der den höchsten Rang der Templer bekleidet. Ein beunruhigender Trend. Bleib bei Arno, bis wir mehr über diesen Germain wissen. Er könnte den Großmeister überlebt haben und uns zu seiner Leiche führen. Bishop out. Alles klar. Das war mal wieder eine kurze Folge, muss ich dazu sagen, jetzt, ne? Oder bis jetzt? Kurz. Die Folge werden wir noch ein bisschen länger machen. Wir haben ja noch, ja, gute 15 Minuten. Können ja mal hier ein bisschen gucken. Lass uns mal auf der Karte schauen, was hier so in der Nähe anliegt. Dann lass uns mal hier so ein, wie heißt das Ding, Verfolger oder Begleitermission machen. Ruchloses Handwerk. Hatte ich jetzt eine Markierung gesetzt? Nein, natürlich nicht. Terra. Zack. Dann lass uns das mal machen. Ups, runter. Ja, so viel Zeit haben wir ja noch und diese kleinen, diese Nebenmission, sag ich mal, die gehen immer schnell. Zack. Oh, oh. Wir müssen erst anonym werden, bevor wir sie annehmen dürfen. Wir sind verschwunden. Wunderbar. So, wir müssten nochmal, glaube ich, am besten... Ein Käufer war doch hier auch noch in der Nähe gewesen, oder? Laut Karte. Weil Pistolenkugeln müssten wir nochmal auffüllen. So. Oh, da kriegen wir wieder schön Zaster am Knaster. Ruchloses Handwerk. Ein Objekt von einem festgelegten Ziel stehlen. Ach, jetzt ist wieder eine Mission zum Stehlen. Dürfen wir uns auch nicht erwischen lassen. Lalalala. Komm, weg hier. Wir müssen da hin. Wo ist er denn? Oh, da läuft er. Mal kurz scannen. Da geht er spazieren. Leise anschleichen. Er kommt hierher. Wo geht er lang? Während er geht, müssen wir dann stehlen.
Dürfen wir uns aber auch nicht erwischen lassen. Zack. Gestohlen und gekillt. So ist auch herrlich. Ja, so schnell kommt man an Geld, wenn man diese Sachen mal eben nebenbei macht. Okay, können wir auch nicht mehr plündern. Jetzt haben wir immer noch eine Viertelstunde, ungefähr 15 Minuten. Hier ist nochmal irgendwie ein Fragezeichen. Oh, Blutspur. Mal sehen, was das ist. Der Barbier von Sevilla. Ja, ja. Der Nationalspieler, ne? Sevilla, denn, Fictusi denn Sevilla? Okay, wir machen das mal mit. Die Leiche eines Mannes, etwa 40 Jahre alt, liegt auf dem Boden mit durchschnittener Kehle. In seiner Tasche befindet sich eine Visitenkarte. Der unvergleichliche Pardo, Hauptdarsteller Theatertruppe von Amiens. Oh Gott. Okay, Hofleiche. Fallakteneintrag freigeschaltet. Hof, Hinweis, 1 von 2. Also jetzt müssen wir den Hof absuchen. Da ist wieder so eine Fallakte. Da hatte ich auch schon mal so einen Fall gelöst. Muss ja hier irgendwo. So, dann ist wieder so ein Koop-Teil. Da ist so was aus der Tasche gefallen. Da liegt doch was, oder? Jo. Ein blutiges Flugblatt, das für die Aufführung von der Barbier von Sevilla auf der Rue de Belle 14 wirbt. Okay. Den Hof haben wir untersucht. Hinweise, 22. Freilufttheater. Neuer Schauplatz freigeschaltet, oder was? Ach nee, da müssen wir jetzt hin. Besuchte Schauplätze, 1 von 3. Kommen wir durch? Natürlich nicht. Jetzt müssen wir da irgendwie zum Theater, zu dem Freilufttheater kommen. Oh, guck mal hier, die Blutspur. Hier muss ja irgendwas passiert sein. Kommen wir hier durch? Nein. Ah, wir müssen da mal durch. Durchs Fenster, guck mal da, die Spur, die führt ja hier hin. Sprechen? Ist er ein Verkäufer? Bartu, der Schauspieler. Ich vermiete ihm ein Zimmer oben für seine diskreten Besuche. Heute Abend kam er mit Blumen und sagte, eine junge Dame würde bald folgen. Ich ging kurz nach hinten. Als ich zurückkam, lagen die Blumen hier verstreut bis hinaus auf die Straße. Dann kam ein Mann in schäbiger schwarzer Kleidung, wie ein Student, die Treppe heruntergerannt und verließ das Haus. Sehr merkwürdig. Ich hoffe, es ist nichts Schlimmes passiert. Ein Mann kam runtergerannt. So, hat hier noch jemand was zu erzählen? Nein, hier weiter nicht. Oh, da kommt. Oder oh, ist wieder so eine Patrouille. Ach komm, wir machen ja mal gleich hier ein bisschen. Hey! Die sind aber wieder hart hier. Ich will nicht sterben. Oh oh, jetzt sind wieder die Blauröcke da. Das ist natürlich doof. Komm, zack mal hier rein. Nee. Okay, der schießt, der schießt. Komm, klettern wir mal übers Dach. Das hilft meistens. Nein, 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 nein.
Ja, gut. Besuchte Schauplätze, 2 von 3. Also einer fehlt uns noch. Da hätten es das... Ne, da waren wir. Hier unten. Hier waren wir doch schon richtig. Das nächste ist in der Richtung. Un homme bien étrange. Oh non, 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 non. So, nochmal 106 Meter. Ja, ja, sorry, Entschuldigung. So. Hey, Mann! Hey, hey! Na komm. Zack! Da waren wir wieder richtig gut. So, hier ist noch ein Käufer, den wollen wir gleich mal aufsuchen. Ja, alles auffüllen bitte. Ja. Ja. Alles voll? Gut. So, da haben wir doch gerade Dings gehabt hier, den grünen Bereich, wo wir untersuchen müssen. Okay, hier rüber, komm. Erstmal gucken. Okay, weiter geht's, komm. Da ist das Freilichttheater. Guck hier, ja, das Theater. Man sieht Freilufttheater. Hm. Mit ihr da oben müssen wir sprechen. Hallo, ich bin auf der Bühne. Komme ich jetzt ins Fernsehen? Ich bin Rose. Ich trete seit einiger Zeit mit der Truppe auf. Ich bin mit Laurent vermählt und sorge mich um ihn. Weder er noch unser Hauptdarsteller kamen zur Probe. Doch falls er eintrifft, darf er euch nicht mit mir sprechen sehen. Er ist sehr, sehr eifersüchtig. Okay. Ich bin der Schauspieler Ficaron. Heißgeliebt von Marseille bis nach Gent. Wir sind eine sehr innige Theatertruppe. Wir kommen gut miteinander aus. Obwohl, nun, Pascal kann schwierig sein und diskutiert ständig mit Barthaud. Aber nichts Ernstes. Warum fragt ihr? Nur so. Noch einmal von vorn, bitte. Figaro, wer war es, mit dem du dort eben so eifrig gesprochen hast? Ich spiele ein meist junger Schwede, sehr vielversprechend. Obwohl ich der Beste. Er ist sowohl talentiert als auch geistreich. Leitet er spricht Truppe. Mit viel also Finesse besetzt und er sich selbst als nun, Hauptrolle. Wie du wohl gesehen hast, hat er äußerst reizende... Äußerst reizend, dessen sei versichert. Er wandelte auch gern mit doch den Schauspielern. Doch er hat einen großen Makel, der sein Vorankommen behindern mag. Und einen Makel, sagtest du, Figaro? Laurent, um genau zu sein. Welchen Makel könnte er haben? Aber der er ist, ist ein Schweinehund. Verliebt. Gut, bis ja. Hierher. Das war jetzt... das war jetzt ein bisschen irritierend, dass da die anderen auch noch zwischengequatscht haben. Bisschen doof, aber naja, okay. So, jetzt können wir uns hier, glaube ich... Freilufttheater 3 von 8 haben wir erledigt hier. Gibt es da noch mehr? Da leuchtet doch was hier. Gefunden in Russ Wagen. Gruß, mein Zuckerstückchen. Triff mich heute Nacht im gewohnten Ort. Bitte diesmal keine Proteste. Ich kann dir die alle Hauptrollen geben oder aber, wenn du mir nicht entgegenkommst, überhaupt keine Rolle. Dein leidenschaftlicher Geliebter Barthaud. Tja. Jetzt wollen wir mal die Hinweise einsammeln. Ach, da unten liegt auch noch ein Brief. Gefunden neben Rose Wagen. Keine Sorge, Rose. Deine beiden Probleme werden gelöst. Aha. Also, dass sie, ja, wie soll man sagen, genötigt wird, mit ihm zu schlafen. Oder was anzustellen. Was ist das hier? Ein Stapel von Kostümen für der Barbier von Sevilla. Dazu eines mit benötigten Kostüm. Das Kostüm des armen Studenten fehlt. Okay, einer hat also das Kostüm gestohlen, mit dem er da bei diesem... Ja,
Etablissement, oder wie es heißt, aufgetaucht ist oder geflohen ist. Ein Tisch voller Requisiten, dazu eine Liste der Requisiten, die für das Stück gebraucht werden. Die Rasierklinge des Barbiers fehlt. Mhm. Oh, ein Feuer. Hat bestimmt irgendeiner was verbrannt. Neben Fierons Wagen eine glimmende Feuerstelle. Neben der Asche befindet sich daran verbrannte Kleidung. Die ursprüngliche Farbe könnte schwarz gewesen sein. Alles klar. Neben Ficarons Wagen. Okay. Da hätten wir ja schon alle Hinweise. Jetzt mal gucken nochmal, wer hier Ficaron ist. Ich würde ja fast sagen, der sagt, er ist der bessere Schauspieler. Pascal, okay, zweite Hauptrolle. Ficaron. Wie war denn jetzt das nochmal mit dem Beschuldigen? Wenn wir mit ihm reden, oder was? Ich bin der Schauspieler Ficaron. Heißgeliebt von Marseille bis nach Gent. Wir sind eine sehr innige Theatertruppe. Wir kommen gut miteinander auf. Ihr seid ein kluger Mann. Es war meine beste Rolle. Schade. Ich wartete, bis Laurent Barthot tötet. Dann tötete ich Laurent. Jeder Mann mit einer Schwester würde genau dasselbe tun. Haben wir richtig beschuldigt, haben wir richtig erkannt. Super, ich dachte jetzt schon, wir hätten falsch, aber dabei bloß eine Einblendung. Wenn wir einen falschen Verdächtigen, sinkt die Belohnung. Das haben wir ja gut gemacht. Mensch. Ja, das sind so eine kleine Nebensachen in der offenen Welt hier in Paris. Ah, hallo. Welche Freude, den Mann zu sehen, wegen dem ich hier bin, wo ich leider keine Zuschauer habe. Tja. Irgendeinen hatten wir schon mal. Also ist jetzt der zweite, den wir in den Knast bringen. So, wir können jetzt mit Laparin. Heißt der Laparin? Ja. Der Polizeichef. Mit dem sprechen wir nochmal. Schauspieler, hier würde ich allesamt einen Kopf kürzer machen. Nehmt, was euch gefällt. 500 Francs? 50 Francs? Mehr nicht. Verfolgt eure Spuren weiter, ihr schafft es. Rückenklinge haben wir freigeschaltet. Oh. Verfolgt eure Spuren weiter, ihr schafft das. Ja. Komm, wir gucken mal rein ins Inventar. Charakter anpassen, Ausrüstung. Rückenklinge gehört zu Waffen, ne? Einhändig. Ist jetzt die Frage, wo ist sie aufgezeichnet? Die haben wir letztes Mal gekriegt. Kriegsstreitkolben, ne. Rückenklinge, Schlanggriffschwert. Im Besitz, Rückenklinge. Die haben wir jetzt gekriegt. Ah, die wurde freigeschaltet. Naja, gut. Nützt uns jetzt herzlich wenig, weil ihr seht selber, er hat nur einen Diamanten. Okay. Das hätten wir erledigt. Wir haben noch 5200 Francs. 6700. Na, ihr wisst schon was, ne? Wir haben auch noch 5. Aha. Oh, vielleicht können wir da ja noch ein paar Fähigkeiten freischalten. Nee, das wollte ich jetzt nicht. Fähigkeiten, Nahkampf, Schleichen, Gesundheit. Was wollten wir jetzt nochmal gucken? Nahkampf? Das wollten wir mal freischalten, ne? Meister der Einhandwaffe. Schau nochmal hier auf Schleichen. Das wäre auch ganz gut, aber da fehlt uns wieder ein Punkt, Mensch. Das war, glaube ich, hier mit den Klamotten tauschen. Ja, fehlt aber auch ein. Dickes Fell. Die Fähigkeit im Kampf mehr Schaden anzuhalten, auszuhalten. Das nehmen wir mal, ne? Oder? Ist immer so eine Sache. Ach komm. Wir nehmen das einfach mal jetzt hier, das dickere Fell. Und dann. Sieht das schon ganz gut aus. Dann wären wir hier soweit fertig. So. Schau mal.
Haben wir jetzt was verpasst? Wichtige Gestalten in dem Fall, hm? Okay, das war, glaube ich, irgendwie komisch. Ja. Hier ist die nächste Quest, nicht weit vom Café. Sequenz 7, Erinnerung 2. Ein Treffen mit Mirabeau. Wir reisen zu unserem Café. Zum Schluss unserer Folge. Und das haben wir ja ganz gut hingekriegt. Wir haben die Sequenz mit Elise erfüllt. Haben auch noch einen Mordplan oder einen Mörder gefasst von der Theatertruppe. Ja, er hat ihr halt geholfen, ne? Weil der Regisseur oder der Theaterchef da gesagt hat, entweder kommst du mit mir in der Kiste und wenn nicht, dann kriegst du keine Aufgaben mehr. So, komm, wir leeren mal die Kiste jetzt wieder in grün, bevor wir da noch Einnahmen uns flöten gehen. Oh, falsch, wir sind in der Küche. Stimmt, war ja hier lang. Ja, so viel Zeit muss sein. Oh, bonjour. So. Zack, voll die Taschen. Oh, sind knapp 1000 Francs. So, hier seht ihr. Andenken immer noch der gleiche. Café, Theater, immer noch die gleiche Mission. Eigene Gesellschaftsclub. Da, wie gesagt, haben wir jetzt zwei. Dadurch ist unser aktuelles Einkommen gestiegen von 300 noch was wir hatten. Jetzt haben wir 483 und gesamt kriegen wir 1900 Francs. Ist doch schon mal schick. So, jetzt mal gucken, wo denn? Ach, die Hauptmission, die war draußen, 78 Metern. Okay, das machen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Empfehlt mich gerne weiter. Schaut auch mal in meinen anderen Playlists nach oder Projekte, wie man auch nennen möchte. Ja, in dem Sinne, seid schön gegrüßt. Habt eine schöne Zeit. Also bis zum nächsten Mal. Bye bye, euer Terra.